hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Arcturianische Gruppe, 1. August 2021. Eins mit Gott ist eine Mehrheit. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Shana. Liebe Leserinnen und Leser, wisst, dass unsere Botschaften in Strömen von Licht und Liebe zu euch fließen, mit der Absicht, euch dabei zu unterstützen, die Ebenen des spirituellen Bewusstseins zu erreichen, die ihr sucht und für die ihr spirituell vorbereitet seid. Wir auf dieser Seite sehen euch als stark und mutig an, da ihr euch entschieden habt, zu inkarnieren, um am Aufstiegsprozess der Erde teilzunehmen. Wenn ihr jederzeit an eurem höchsten Wahrheitsbewusstsein festhaltet, könnt ihr vermeiden, ungewollt in den Strudel von Chaos und Angst gezogen zu werden, der euch derzeit auf allen Ebenen und aus allen Richtungen präsentiert wird. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass ihr euch bei Einkaufstouren oder Ausflügen, die mit Menschenmengen verbunden sind, ausgelaugt fühlt. Das liegt daran, dass ihr zunehmend sensibler für Energie geworden seid und wenn ihr also vergesst, euch selbst zu zentrieren, fällt eure persönliche Energie einfach in Einklang mit den Menschen und Orten um euch herum, von denen einige vielleicht nicht von hochschwingender Natur sind. Alles, was falsch, dicht, alt und noch verborgen ist, muss an die Oberfläche kommen, um von der Mehrheit gesehen und erkannt zu werden und nicht nur von denen, die erwacht sind und den Irrtum vieler allgemein akzeptierter Praktiken leicht verstehen. Ihr habt eine Ebene des spirituellen Bewusstseins erreicht, die es euch erlaubt, zurückzutreten und objektiv zu beobachten, weil ihr nicht mehr mit den Überzeugungen und Konzepten übereinstimmt, die die meisten Gesetze, gesellschaftlichen Regeln, Traditionen und so weiter der Welt geformt haben. Die gegenwärtige Zeit auf der Erde repräsentiert den Prozess des spirituellen Erwachens der Welt, der in den Augen der Menschen wie eine Regression erscheinen mag. So wie die Menschen alte, dichte Energie aus der Vergangenheit klären, muss sich auch die Erde von schweren Energien befreien, die seit Äonen in ihr und auf ihr gespeichert sind. Und sie tut dies durch die Brände, Überschwemmungen und Naturkatastrophen, deren Zeuge ihr jetzt seid. Tausende von Jahren persönlicher und kollektiver Aktivitäten, die auf dreidimensionalem Denken basierten, mit dem Motiv zu bekommen, zu nehmen und zu besitzen, ohne Rücksicht auf Kosten anderer oder der Erde selbst, haben auf der ganzen Welt Taschen mit dichter Energie geschaffen und hinterlassen. Verbrechen gegen indigene Völker, Kriege zwischen und innerhalb von Ländern, gewalttätige Handlungen zwischen gewöhnlichen Menschen, die auf Konzepten der Trennung basieren, haben auf der ganzen Welt Energien hinterlassen, die gereinigt werden müssen. Die Menschen sind durch die Unwissenheit eines falschen Glaubenssystems zu der irrigen Annahme gelangt, dass sie der Gipfel der Intelligenz sind und die Macht haben, alles und jeden zu benutzen und zu missbrauchen, was nicht in ihre engen Vorstellungen von richtig, nützlich oder finanziell vorteilhaft passt. Sie haben vergessen, dass die Erde selbst und alles Leben auf ihr lebendige Ausdrucksformen Gottes sind, die als Facetten des einen erkannt, geliebt und unterstützt werden müssen. Die dritte Dimension ist die unterste Sprosse einer sehr hohen Leiter. Das Kollektiv muss aufwachen und tut es auch, denn es wird Zeuge von immer mehr Naturkatastrophen, die sich ereignen. Viele leiden zutiefst unter diesen Ereignissen, doch bevor es mehr Licht und Bewusstsein in der Welt geben kann, muss die Erde zunächst von der schweren und dichten Energie befreit werden, die an verschiedenen Orten auf ihr gespeichert ist. Diese Klärungen sind ein notwendiger Teil der spirituellen Evolution der Erde.
Vor langer Zeit blieben die Seelen in den niederen Energien stecken und wurden dicht materiell, wodurch die Welt entstand, die die Menschen für die wahre und einzige Welt halten. Der Glaube an zwei Mächte und die Trennung ist das Einzige, was die Menschen von der Realität trennt. Eure Aufgabe ist es, falsche Überzeugungen zu erkennen, wenn sie in euren Gedanken und Handlungen auftauchen, und zwar nicht, indem ihr euch dagegen wehrt oder sie bekämpft, sondern indem ihr sie liebevoll und sanft als das erkennt, was sie sind, und sie dann gegen die Wahrheit austauscht. Ein großer und schwieriger Schritt für Wahrheitssuchende ist es, zu verstehen, dass die materielle Welt aus niedrig schwingenden falschen Interpretationen der Realität besteht. Spirituelle Schöpfung. Am Anfang ist es für den menschlichen Verstand sehr schwer, dies zu akzeptieren, und jene, die zum ersten Mal davon hören, wehren sich in der Regel dagegen, machen sich lächerlich und weisen die Idee zurück, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt, zu Lebzeiten oder in einer Periode des Konflikts beginnt, Sinn zu ergeben und sie sich für mehr öffnen können. Ihr, die ihr die tieferen Wahrheiten kennt, werdet euch zunehmend dabei wiederfinden, anderen dabei zu helfen, zu verstehen, was in dieser Zeit sowohl persönlich als auch global geschieht. Geht nicht auf die Suche nach Menschen, die ihr beraten, lehren oder retten wollt, sondern lasst einfach zu, dass eure Energie jene zu euch zieht, die mit ihr im Einklang sind und mehr wissen wollen. Erleuchtete Individuen sind nicht länger Lichtarbeiter in dem Sinne, wie man in der Vergangenheit immer von Lichtarbeitern sprach, sondern sie haben sich zu Lichthaltern entwickelt. Ihr werdet, und viele von euch finden sich bereits in Situationen wieder, in denen ihr ohne Planung oder persönliche Anstrengung einem neuen erwachenden Individuum helft, oft einer Person, von der ihr es am wenigsten erwartet, zu verstehen, was sie fühlt, erlebt und warum. Eure innere Arbeit besteht darin, zu wissen, zu üben, zu vertrauen und zuzulassen, dass jede neue offenbarte Wahrheit zu eurem Bewusstseinszustand wird. Ihr wisst jetzt, dass ihr die Fülle Gottes in eurem Ausdruck seid und deshalb nicht länger im Außen nach Gesundheit, Fülle, Harmonie, Frieden, Intelligenz und so weiter suchen müsst. Ihr seid nicht ein Teil von Gott, ihr seid die Ganzheit Gottes. Da alle die Fülle Gottes verkörpern, kann kein Mensch weniger haben als ein anderer. Eure Ehrlichkeit bedeutet nicht, dass jemand anderes deshalb unehrlich sein muss. Und euer Überfluss bedeutet nicht, dass andere weniger haben. Es gibt nichts anderes. Jede Qualität des göttlichen Bewusstseins Gottes der Quelle. Denn es spielt keine Rolle, wie du es nennst. Es ist bereits, war schon immer und wird immer die Essenz deines Seins sein. Ob eine Person sich entscheidet, dies zu glauben oder nicht, ist ihre freie Willensentscheidung. Spirituelle Evolution ist nichts anderes als die Reise eines jeden Individuums, um ein Bewusstsein des Einsseins zu erlangen. Viele Lebenszeiten mit Lernerfahrungen und viele verschiedene Wege sind damit verbunden, aber alle führen zum selben Ort, denn es gibt keinen anderen Ort. Deshalb erreicht jeder spirituelle Pilger schließlich einen Ort, an dem er aufhören muss, an die Notwendigkeit zu glauben, zu streben, zu suchen, Zeremonien durchzuführen, einen weit entfernten Gott anzuflehen oder irgendetwas zu tun, sogar zu meditieren, um das zu werden, was er bereits ist. Diese Hilfsmittel sind wichtige Schritte auf den meisten spirituellen Pfaden, aber sobald du in Resonanz mit dem einen bist, hast du die Notwendigkeit von allem, was Gott zu dir ziehen soll, hinter dir gelassen. Wenn du die bewusste Erkenntnis erlangst, dass du Harmonie, Vollständigkeit und Ganzheit bist, nicht eins mit ihr, sondern sie tatsächlich bist, kann sich das in deinem Leben als Dinge manifestieren, die sich ohne Anstrengung ergeben, als die richtige Person zur richtigen Zeit und so weiter. Ein Bewusstsein der göttlichen Intelligenz wird sich in immer tieferen Erkenntnissen und Wissen manifestieren. Das Bewusstsein, dass alles Leben das eine Leben ist,
drückt sich als Gesundheit aus. Der Verstand interpretiert das individuelle Bewusstsein nach außen hin auf Ebenen, die die Person verstehen kann, was den Verstand zur Substanz des Äußeren macht. Wahrheit muss sich von intellektuellem Wissen zu einem tatsächlichen Bewusstseinszustand entwickeln, bevor der Verstand sie in eine erkennbare Form bringen kann. Das Bewusstsein ist die Substanz von allem, was existiert. Fragt euch selbst, was glaube ich, das mich so fühlen lässt? Was halte ich in meinem Denken die meiste Zeit über für real? Seid wachsam und ehrlich in Bezug auf eure Gedanken, denn der Verstand ist immer damit beschäftigt, das zu tun, wofür er gedacht ist, nämlich ein Weg des Bewusstseins zu sein. Aber wovon? Alle ernsthaft spirituell Suchenden müssen die Wahrheit ernst nehmen, jetzt. Als Gotteswesen seid ihr Schöpfer und könnt die Wahrheit nicht länger nur als interessantes Gespräch betrachten, das diskutiert oder in dreidimensionalen Konzepten abgetan werden kann. Was wollt ihr für euch selbst und für die Welt erschaffen? Es ist sehr leicht, von Medien, Freunden und Familie, Gruppen, organisierter Religion usw. hypnotisiert zu werden. Sie alle wollen, dass ihr glaubt, was sie tun, weil sie glauben, dass sie die Wahrheit haben. Die meisten glauben, dass es zu eurem eigenen Besten ist, wenn ihr so glaubt wie sie, aber hier müsst ihr in eurem Wissen standhaft bleiben. Das bedeutet nicht, dass ihr unhöflich oder wütend auf jemanden seid, der versucht, euch zu seinen Überzeugungen zu bekehren, sondern vielmehr, dass ihr ihn respektiert, weil er vielleicht einen wichtigen Aspekt seines eigenen spirituellen Vertrages erfüllt. Es bedeutet jedoch, dass ihr höflich sagen könnt: Danke für deine Meinung, aber ich entscheide mich dafür. Oder tatsächlich nicht sagen, während ihr in eurem höchsten Bewusstsein zentriert bleibt. Wenn ihr lernt, eurem Einssein mit der Quelle zu vertrauen, werdet ihr feststellen, dass es viel einfacher wird, den Weltereignissen einfach zu erlauben, sich zu drehen, während ihr zentriert und ruhig im Auge des Sturms bleibt. Eure Ruhe wird von denen bemerkt werden, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, und einige werden versuchen, sich euch anzuschließen. Indem ihr keine äußeren Anstrengungen macht, um die Welt zu retten, tut ihr in Wirklichkeit genau das, indem ihr die Lichtwirklichkeit seid. Eins mit Gott ist eine Mehrheit. Gebt nicht auf, ihr Lieben. Die Energie ist im Moment sehr intensiv. Ihr mögt Tage haben, an denen ihr euch erschöpft fühlt, euch übel ist und ihr Schmerzen habt, ohne besonderen Grund. Es ist die Intensität der hochfrequenten Energie, die ihr integriert, die wiederum alte Energien dazu zwingt, sich zu lösen und zu klären, was intensive, aber vorübergehende Symptome im physischen Bereich verursacht. Der menschliche Verstand versteht nicht ganz, was da geschieht, und interpretiert diesen Prozess oft als ein Problem. Tut, was ihr tun müsst. Ruht euch aus, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es müsst, auch wenn es Tage gibt, an denen ihr nur schlafen und nichts tun müsst. Erlaubt schmerzhaften Emotionen, die auftauchen, ohne Widerstand und ohne ihnen Macht zu geben, nach außen zu fließen. Liebt und kümmert euch um euren physischen Körper, anstatt wütend auf ihn zu sein, weil er euch zu versagen scheint. Ihr habt euch alle darin geübt, andere in eurer Verwirklichung des Einsseins zu lieben, aber euch selbst schließt ihr oft aus. Es ist schwierig, dreidimensionale Konzepte darüber zu ignorieren, was Würdigkeit, Schönheit und Liebenswürdigkeit ausmacht, denn sie sind unterschwellig geworden und strömen aus vielen Richtungen. Seid wachsam und lasst nicht zu, dass sie die Liebe und die Ehrung eurer Selbst als Selbst beeinflussen. Die spirituelle Evolution erlaubt es euch nicht, wieder zu der Person zu werden, die ihr in einem früheren Bewusstseinszustand wart, wenn es schwierig wird. Sobald sich die Tür des Bewusstseins öffnet und höhere Wahrheiten einzutreten beginnen, lösen sie automatisch die früheren niederen Resonanzen auf.
Wir danken euch für eure Arbeit, die Erde in ein neues Licht, ein neues Bewusstsein und eine neue und höhere Dimension zu bringen. Wir sehen euch, wir lieben euch, wir sind mit euch, denn wir sind ihr, liebe, tapfere Seelen. Wir sind die arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.